Ja, brauchen wir auch gar nicht. Dann eben nicht. Ich werde sie schon finden. Dann verlauf dich nicht. Man, wir hätten Bulko mit einem Stich töten können und der muckt immer noch auf, ey. Nee, nee. Gut, die ganzen Echsenschwerter nehmen wir mit. Habt ihr die gespawnt? Sind die alle gespawnt? Verwirrt mich gerade ein bisschen. Nur hier sind keine. Außer die Eiswürfe da. Okay, aber gut zu wissen, haben wir wieder ein bisschen Erfahrung gewonnen. Also, Erfahrung kommt wirklich momentan überall her. Aber wir gehen erstmal eine Runde schlafen. Wisst schon, Tränkeverschwendung und sowas. So, sollen wir uns oben nochmal umschauen, ob da noch irgendwas für uns zu holen ist? Hier nochmal den Weg hochgehen, ja? Okay, dann machen wir das. Wie gesagt, ich bräuchte eigentlich 30 Lernpunkte. Ich will es mal eben ausrechnen. Also, der nächste Bogen braucht 80. Wir haben 60, 20 sind 10, haben wir 70. Dann haben wir 8. Haben wir 79. Ja, fehlt uns ein Punkt. Ein Geschicklichkeitspunkt. Sprich, noch ein Level up brauchen wir. Dann haben wir noch 8 Lernpunkte für unsere Bogenfertigkeit. Vorausgesetzt, ich habe mich nicht verrechnet. So, zwei Eiswölfe müssten wir eigentlich hinbekommen. Hoffe ich einfach mal. Sind auch schwach geworden. Richtig schwach geworden. Keine Gegner mehr für uns. Sollen wir mal zwei Echsenmenschen auf einmal versuchen? Früher nicht denkbar gewesen. Jetzt mal schauen. Ist okay. Könnte besser sein, aber ist vollkommen in Ordnung. Die machen immer noch ordentlich Schaden, aber wenn wir auch gut austeilen, haben sie keine Chance. So ein Irrlicht. Frag mich nicht, was das für Viecher sind. Ich weiß es nicht. Unnötige Gegner irgendwie, weil die so schwach sind, aber keine Ahnung. Ich finde sie komisch. Da haben wir nochmal zwei Ex-Menschen. Xardas Turm war mal gar nicht. Hier im Minta. Xardas ist ja auch noch einen alten Turm. Okay. Nichts zu plündern. Gut. Das war's hier dann auch. Ja. Gehen wir nochmal zurück zur Burg. So. So, wir haben aber jetzt wahnsinnig viele Leute mit auf dem Schiff, oder? Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwelche Leute haben, die wir mitnehmen können. Watras haben wir. Wir haben Milton. Wir haben. Können wir dich auch noch mitnehmen? Alle Drachen sind tot. Gut gemacht. Wirklich mehr Leute wie dich hätten, dann wäre es wahrscheinlich nie so weit gekommen. Das ist wirklich nicht Doch, wäre es. Okay. Ich glaube nicht, dass ich da muss. So, schlafen noch mal ein Ründchen. Lass mich mal durch hier. So. Okay. Ich überlege gerade, wo wir noch ein bisschen Erfahrung rausholen können. Wir könnten unten nochmal gegen die drei Waage kämpfen. Drei Waage auf einmal waren ja früher zu viel für uns. Vielleicht schaffen wir das jetzt. Können wir nochmal probieren. Runter. Runter. So. Na 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 na. Ich schätze mal, wenn Eiswürfe uns kaum noch Schaden machen, werden die Waage auch keine Gegner mehr für uns sein. Hoffe ich einfach mal. Ja. Ich bringe auch ordentlich Erfahrungspunkte. Im Verhältnis zu den Eiswölfen, die ja nur 350 bringen, sind dann die 300 für einen Wag ja doch schon ganz schön schick.
Warum steht da ein einzelner Krieger? Okay. Warum auch immer der da jetzt rumstand. Da oben haben wir zwei Krieger. Drei Krieger. Okay, das kann lustig werden. Okay, auch kein allzu großes Problem. Also wir scheinen den Sprung wirklich geschafft zu haben, gegen Orks ankommen zu können. Das freut mich sehr. Das ist so eine Steintafel. Oh ja. Steintafel als Belohnung fürs Abschlachten von Orks oder was? Hoffentlich eine des Bogenschützen oder der Geschicklichkeit. Oder des Zweihandkampfes. Würde mich alles sehr freuen. Generell sind Steintafeln ja geschenkte Sachen, deshalb. Das Geschicks 1, sehr schön. Geschicklichkeit plus 2. Jo. Perfekt. Jetzt könnten wir schon so unsere nächsten Bogen erreichen. Wenn ich mich gerade nicht komplett verkalkuliere. So. Sehr schön. Wieder zwei Orks erlegt. Da ist nichts zu holen. Ork-Axt nehmen wir auch noch mit. So, haben wir hier ein paar Feldräuber, die erledigen wir schnell mit dem Bogen. So. Die haben ja auch eine Höhle gehabt. Gehen wir da auch mal rein. Aquamarin. Ey. Wollte schon was sagen, ey. Steintafel, Snapperkraut, Trollfell. Steintafel schauen wir uns mal an. Der Lebensenergie. Lebensenergie plus 5. Dankeschön. Ah, Steintafeln sind toll. So, gehen wir mal weiter. Jetzt war schon hinter der Burg. Also ihr seht wirklich, es wird immer leichter, gegen die Gegner anzukommen. Ich meine, wir können jetzt schon den Orkring hier halbwegs säubern, das ist extrem. Okay, da sind jetzt aber auch extrem viele Orks. Ich weiß nicht genau, was da jetzt noch auf uns zukommt. Nur ein Krieger. Ich hätte gerne noch einen Elite dabei gehabt, aber okay. So, aber egal. Ich wollte gar nicht die Burg säubern, ich wollte einen ganz anderen Weg gehen. Wir könnten jetzt echt die ganze Burg rundum säubern, da wird nämlich auch einiges an Erfahrung abspringen für uns. Aber okay, wie gesagt, wenn wir das nächste Level abhaben, ziehen wir ab hier aus dem Minental. Dann war's das, dann kehren wir wirklich dem Minental ein für alle Mal den Rücken und verlassen es auf unbestimmte Zeit. Denn, ja, wir haben hier genug Zeit verbracht, genug Spielstunden. Ich meine, wir haben schon Tag 96, es wird langsam Zeit, dass wir Corinus und das Minental hinter uns lassen und uns auf zu den Hallen von Erdorath machen. Die wichtigsten Sachen dafür haben wir schon, außer halt die benötigte Erfahrung meiner Meinung nach. So, wir wollen hier unten aber noch die Orks und die Waage erledigen. Das war nämlich die Stelle, wo ich eigentlich hin wollte ursprünglich. Vier Orks sind zu viel. Oh.
Oder sollen wir es mal versuchen? 4 Orks, Leute. Neuer Rekord, 4 Orks. Let's make it. Los geht's. Ein bisschen wahnsinnig, weil das ist echt extrem. Aber wir versuchen es einfach mal. Warum hat es nicht geklappt? Warum hat es nicht geklappt? Weil die Klaue Belias wieder elendig versagt hat. Ich sag's mal ganz direkt. Macht die Klaue Belias keine kritischen Treffer, haben wir keine Chance. War beim ersten Ork relativ oft der Fall. Aber so von der Stärke müsst du die eigentlich hinbekommen. Sehr schön. Oh, 4 Orks auf einmal, Leute. 4 Orks. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Haben wir noch die Waage? Sollen wir die noch mitnehmen? Die 3? Why not? Also der Bogen macht da 20 mehr Schaden, oder? Der macht doch 50? Ja, okay. Von 50 auf 80 hoch, das ist natürlich auch ein heftiger Unterschied. Dann machen wir wahrscheinlich auch deutlich mehr Schaden mit dem Bogen. Danke für die geschenkte Erfahrung. Aua. Gut. Nichts zu wollen. Sehr schön. So. Aber dann, wie gesagt, war's das hier zum Passamintal. Wir haben jetzt nämlich wieder ordentlich Erfahrung gesammelt. 30 Lernpunkte, das ist in Ordnung. Level 37. Ja, wir müssen wie gesagt nochmal zu Lord Hagen und mit dem nochmal darüber reden, was jetzt mit dem Boot abgeht. Ob wir das jetzt so überhaupt mitnehmen dürfen oder nicht. Das ist immer noch das Boot von Lord Hagen. Das dürfen wir an der Stelle nicht vergessen. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab. Wenn doch, tut's mir leid. Ab dafür. Das Spiel ist noch nie abgestürzt, oder? Außer wegen dem einen Bug. Ich überlege gerade. Ja, nee, wir teleportieren uns. 5. Komm runter, Spiel. Und gehen erstmal direkt auf dem schnellsten Weg zu Lord Hagen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Können wir vielleicht unseren Schmied hier mitnehmen? Interessante Vorstellung. Hey, du. Da bist du ja wieder. Ja. Nee. Haben wir nicht. Nee. Okay. Das sind doch alles. Konstantino? Wieso? Ja,
Dann geh zu Watras, der wird dich bestimmt heilen und... Ja. Besser als gar nichts. Oh, Ende. Schlafen wir nochmal eine Runde. Frech, ey. Stellt euch mal vor, ihr habt so einen Laden hier. Da kommt jemand rein, legt sich einfach so in euer Bett. Also, ich weiß ja nicht. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal zu Lord Hagen. Und berichten ihm davon, was hier vorgefallen ist. Mit dem Schiff und dass wir es brauchen und wo das Böse ist und so weiter und so weiter. Lord Hagen. Die Elitekämpfer der Orks greifen das Land an. Unsinn! Meine Leute haben mir bisher von keinem massiveren Übergriff der Orks berichtet. Vielleicht haben sich einige ihrer Späher in den näher gelegenen Wäldern verirrt. Das waren keine Späher. Ich habe einem von ihnen diesen Ring hier abgenommen. Zeig her. Das ist allerdings sehr beunruhigend. Das ist das Zeichen ihrer Stärke. Die Orks haben also ihre Palisaden verlassen und kämpfen nun auf offenem Feld. Ich habe erst relativ wenige gesehen. Hauptsächlich ihre Heerführer und nur einige Krieger. So, dann hecken sie etwas anderes aus. Das passt nicht zu den Orks, dass die Anführer alleine ihre Schutzpalisaden verlassen. Es wäre aber eine gute Gelegenheit, ihnen einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Wenn sie ihre Führer verlieren, wird auch ihre Kampfmoral sinken. Du hast einen neuen Auftrag, Ritter. Geh und töte die Anführer, die du hier in der Gegend finden kannst. Bringe mir ihre Ringe. Das wird die Orks auf eine harte Probe stellen. Frag Ingmar danach. Er kann dir einige taktische Tipps geben, was die Anführer der Orks angeht. Die Elite-Krieger der Orks sind sein Spezialgebiet. Er hatte schon öfter mit ihnen zu tun. Okay. Ich habe noch etwas über die Heerführer der Orks zu berichten. Dann lass mal hören. Ich kann dir einige weitere Orkringe geben. Ich bin stolz auf dich. Weiter so. Es dürften noch einige von ihnen da draußen sein. Hier, ich gebe dir etwas Gold für deine Ausrüstung. Dankeschön. Ich brauche ein Schiff. Das brauchen viele, Soldat. Du hast ja noch nicht einmal einen Kapitän, geschweige denn eine Mannschaft. Was ist mit dem Schiff im Hafen? Das gehört mir. Und das bleibt auch so. Mit diesem Schiff werden wir das Erz abtransportieren. Wenn das erledigt ist, dann kannst du mich ja nochmal fragen. Kannst mich mal, ich brauche das Schiff für etwas sehr viel Wichtigeres. Fernando? Ich weiß es. Der gute Waffenschieber. Okay, Ingvar hat er gesagt. Wer ist das? Ich weiß nicht, wer das ist. Müssen wir ein bisschen rumschauen. Bist du das? Girion. Albrecht, Ritter. Albrecht, ich wollte fast sagen. Nee, okay, keine Ahnung. Wir müssen aber nochmal eben zum Kloster. Warum habe ich immer die falschen Runen aktiviert? 8. Was ist für ein Bug hier? Meine Güte. Ha, Milton ist nicht mehr hier. Die haben gar keinen Türsteher mehr. Rein da. So. Denn wir werden uns jetzt nochmal einige Heiltränke hier aneignen. Soweit ich weiß, werden hier auch welche angeboten. Gorax. So. So, und außerdem kaufen wir uns Golem beschwören. Skelett erschaffen und Dämonen beschwören. Feuerregen auch. Untote vernichten. Brauchen irgendeinen Eiszauber noch. Dann haben wir alles. Eisblock. Eisblock. Eiswelle, nee. Eispfeil. Nichts Stärkeres mit Eis. Nee. Gut. Dann halt so. Gut, dann sage ich an der Stelle mal, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Im nächsten Video werden wir uns auf zum Schiff machen und uns da mal ein bisschen umsehen. Das war's auf jeden Fall an dieser Stelle und wir müssen uns vor allen Dingen noch um die Lernpunkte kümmern. Daher sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, Leute. Macht's gut. Bis dann.
kommst du mit.